Haifisch der Azene und die trägt er im Gesicht. Und Magister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an dem schönen blauen Sonntag. Ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man weg im Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher. Thank you.
Leben. Und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und sie sehen meine Lumpen und dies lumpige Hotel. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern und man sagt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Quai. Man sagt, gewisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin wohnen in dieser Nacht. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Aber eines Abends wird ein Getös sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen bei meinem Fenster und man sagt, was lächelt die so bös? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen 100 gen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür und legen in Ketten und bringen vor mir und fragen, welchen sollen wir töten? Und fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich, hoppla! Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. Und Georgie ist Sergeant geworden. Doch die Armee, sie will keine Welle sein. Und marschierte hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kopf bis Kopf behaart. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse. Braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Besteck am Tag. Johnny war der Whisky zu warm und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber Georgie nahm beide beim Arm und sagte, die Armee kann nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen, von Korb ist aus Behaar. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, der braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Besteck am Tag.
Sohn ist gestorben und Jimmy ist tot. Und Georgie ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten vorn auf den Kanonen, wo Köbel vorher wenn es vorregnete und es begegnete ihnen die neue Rasse, die braune oder blasse, dann haben sie vielleicht auch aus dem Kriegsweg. Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war ich einst grad so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer, und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hatte, und wenn er nett war, und sein Kragen war auch werktags rein, und wenn er wusste, was ich bei einer Dame schickt, dann sagte ich ihm nein. Da behält man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher wird das Boot am Ufer festgemacht, aber weiter kann nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen. Ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte doch viel geschehen. Ach, da gibt's überhaupt nur Nein. Der Erste, der kam, war ein Mann aus Kent, der war, wie ein Mann sein soll. Der Zweite hatte drei Schiffe im Hafen und der Dritte war nach mir toll. Und als sie Geld hatten und als sie nett waren und ihr Kragen war auch werktags rein und als sie wussten, was ich bei einer Dame schickt, da sag ich ihnen nein. Da behielt ich meinen Kopf oben und ich blieb ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht, sicher war das Boot am Ufer festgemacht, aber weiter konnte nichts sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen. Ja, da musste ich kalt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen. Ach, da gibt's überhaupt nur Nein. Jedoch eines Tags, und der Tag war blau, kam einer, der mich nicht bat. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer, und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte, und als er nicht nett war, und sein Kragen war auch am Sonntag nicht rein, und als er nicht wusste, was sich bei einer Dame schickt, zu ihm sagte ich nicht nein. Da behielt ich meinen Kopf nicht oben und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht. Ach, es ward das Boot am Ufer losgemacht und es ja, da muss man sich doch einfach hinlegen. Ja, da kann man doch nicht kalt und herzlos sein. Ach, da
Laus, denn für dieses Leben
ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch den zweiten Plan, den tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch rennen nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Die Stimme, die um Mitleid ruft, Marquis liegt hier nicht unterm Hagedorn, nicht unter Buchen, nein, in einer Gruft, hierher verschlug ihn des Geschickes Zorn. Gott gebt, dass ihr sein letztes Wort noch hört, die dicksten Mauern schließen ihn jetzt ein. Fragt ihr denn gar nicht, Freunde, wo er sei? Ist er gestorben, kocht euch Eierwein. Solang er aber lebt, steht ihm noch bei. Wollt ihr, dass seine Marter ewig sei? Jetzt kommt und seht, wie es ihm dreckig geht. Jetzt ist er wirklich, was man Pleite nennt, die ihr als oberste Autorität nur eure Schmiergengelder anerkennt. Seht, dass er euch nicht in die Grube fährt. Ihr müsstet gleich zur Königin und ihn haufen und müsstet mit ihr über ihn was sprechen. Wie Schweine eines hinter anderem laufen, ach, seine Zähne sind schon lang wie Rechen. Wollt ihr, dass seine Marter ewig währt? Ihr Menschenbrüder, die ihr nach uns lebt, lasst euer Herz nicht gegen uns verhärten und lacht nicht, wenn man uns zum Galgen hebt. Ein dummes Lachen hinter euren Bärten und flucht auch nicht und sind wir auch gefallen. Seid nicht auf uns erbost wie das Gericht. Gesetzten Sinnes sind wir alle nicht. Ihr Menschen lasset allen Leichtsinn fallen. Ihr Menschen lasst euch uns zur Lehre sein und bittet Gott, er möge mir verzeihen. Der Regen wäscht uns ab und wäscht uns rein und wäscht das Fleisch, das wir zu gut genährt und die zu viel gesehen und mehr begehrt. Die Raben hacken eure Augen ein und niemals sind wir festgehängt und wiegen, bald hin, bald her, ganz wie aus Übermo. Zerpickt von einer gierigen Vögelbrot, wie Pferdeäpfel, die am Wege liegen. Ach, Brüder, lasst euch uns zur Warnung sein und bittet Gott,
Menschen, die die Brüste zeigen, die leichte Männer zu erwischen, die Strolche, die nach ihnen äugen, um ihre Sündenlohn zu fischen, die Lumpen, Huren, Hurentreiber, die Tagediebe, vogelfrei, die Mordgesellen, Abtrittsweiber. Ich bitte Sie, mir zu verzeihen. Nicht so Polizistenhunde, die jeden Abend, jeden Morgen nur Rinde ließen meinem Munde, auch sonst verursacht Mühen und Sorgen. Ich könnte sie ja jetzt verfluchen, doch heute will ich nicht so sein, um weitere Händel nicht zu suchen, bitt ich auch sie, mir zu verzeihen. Man schlage ihnen ihre Fressen mit schweren Eisenhammern ein. Im Übrigen will ich vergessen und bitte sie, mir zu verzeihen. Von 10.000 Pfund bis zu seinem Lebensende überreicht. Den anwesenden Brautpaar lässt die Königin ihre königlichen Glückwünsche senden.
Ärmsten, der Armen, der ein schwieriges Leben ja heute dargestellt habt. Denn in Wirklichkeit ist gerade ihr Ende schlimm, die reitenden Boten des Königs kommen sehr selten, und die getreten werden, treten wieder. Darum sollte man das Unrecht nicht zu sehr verfolgen.